Hallöle, hier sind wir schon wieder. Wir wollten. Oh, warte, bevor wir mit ihr reden, sehe ich gerade, wir können ja noch. Ich glaube, zwei haben wir gefunden, ne? Genau, ja. Oh, das sieht aber schon mal so aus, als hätten wir auf Bugano wahrscheinlich eine vergessen. Ne, da ist ja. Müsste eigentlich nur eine zwischenpassen. Okay, shit, schade. Egal. Und ich möchte jetzt erst nochmal kurz mein Laserschwert hier betrachten. Ich habe ein paar neue Sachen bekommen. Sowas finde ich ja immer sehr nice. So neue Dekorationskram und so. Farbe Orange bleibt erstmal. Jetzt haben wir ihn hier. Nö, der ist nicht so hübsch, aber ich glaube, wir nehmen mal den. Ist lang genug, wir nehmen jetzt mal den. Schalter. Okay, das würde passen. Das nicht. Das so halbwegs. Oh, was ist das denn da für ein hübsches, beiges Holz? Das mit Holzmuster, oder was? Aber passt nicht so gut. Wenn das. Hülse. Oh, Hülse haben wir viele. Das ist schön. Ah, das ist die dazugehörige Hülse. Oh, die ist ja auch. Was ist da? Was ist denn hier los? Jetzt werden wir mal kurz gucken, ob wir das. Und wenn wir dann das auch passen würde, optisch. Nicht so gut. Nee, da bleiben wir bei dem. Aber wir können ja böse Material ändern. Oh, hier so ein Matt. Oder ein. Passt natürlich zum Holz. Das passt nicht zum Holz. Wollen wir was Lustiges machen? Wollen wir das einfach mal nehmen? Komm, machen wir. Machen wir. Nehmen wir. Okay. Abfahrt. Wir müssen mit. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Das ist ja ein bisschen peinlich mit unserer. Mensch, bin ich bescheuert. Mit der unserer Frau hier reden. Ihr hier. Mit ihm können wir auch schnacken, okay. Bitte. Ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Digga, da stand reden. Meckerst du mich auch an? Ist alles okay? Prima. Ich genieße etwas Ruhe und Frieden. Sind immer noch hier. Wir müssen doch nach Kashyyyk, da wird es ja schon hingeflogen. Sehen wir es uns an. Leute. Auf Zephu 38% haben wir es erkundet, das ist ja eine Schande. Hier immerhin schon 69%. Datum hier 0, ja okay, da waren wir ja noch nicht. Dann reisen wir jetzt nach Kashyyyk. Ich dachte, wir sind schon da. Ah, Kashyyyk. Dort ist es wunderbar feucht. Ja, da hat er wohl recht. Da hat er du wohl weißt, recht. Ich kam nach Bogano, um einen alten Meister Eno Cordova zu finden. Obwohl, das mit dem Holz und dem Laserschwert gefällt mir eigentlich gar Hallo nicht so gut. Dir. Ihr müsst viel Zeit miteinander verbracht haben, ganz allein auf dem Planeten. Redest du mit WD-40 oder was? Nach deiner Aktivierung gegangen sein. Erinnerst du dich daran, was Cordova als letztes zu dir sagte? Viel Glück, Lady. Möge die Macht mit dir sein. Ah, das Lock für Kerl. Sonst nichts. Er ist so niedlich. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Ach, WD-40, du bist schon einfach ein cuter Boy. Wow. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay, okay, okay. Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben.
Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenweltler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Plans. Wenn du noch springen willst, dann tu's am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? Uiuiui, sag ich mal, ey. Okay. Dann wollen wir mal, alter Vater. Das war knapp. Das kannst du aber. Die Wellen kriegen wir noch ab, aber okay. Überall sind zerstörte Pflanzen, zerstörte Sachen hier im Dingens, paar Steine. Aber das gehört, glaube ich, ja auch hier so hin. Er hier hingegen gehört da nicht so hin. Das Wasser scheint gar nicht so tief zu sein, ne, wenn man das hier so sieht. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir hier irgendwie an ihm hochklettern oder so? Wahrscheinlich, ne? Da vorne sieht doch gut aus. Wie kommen wir jetzt dann oben ist drauf? Jetzt Sabotage und Kapern angesagt. Ich würde sagen, wir kommen hier so rauf, Kell. Wenn du dich hier so vielleicht Bock hast festzuhalten, perfekt. Okay, dann wollen wir mal an dem Ding hochklettern. Okay. Wohin jetzt? Ich würde sagen... Hier nach da drüben vielleicht. Da so. Zack. Sehr gut. Und jetzt hier ans andere Bein. Und hier können wir doch schon ein bisschen weiter. Hier so. Zack. Oh, jo, jo. Die haben aber ganz schön... Oh, da ist einer. Das ist nicht gut. Jetzt würde ich sagen, hüpfen wir darüber. Zack. Jetzt da und immer so weiter, also gleich am Kopf. Nur noch ein bisschen. Ja, gleich haben wir es geschafft. Müssen wir unauffällig sein, sonst sehen die uns ja da vorbeikriegen. Das ist ja auch schlecht. Einmal ganz rum um den Kollegen hier. Und einmal nach da drüben. Klettern wir nach oben. Ja, ist ein guter Plan. Jetzt werden wir beschossen, von wem auch immer. Oh, dankeschön. Und hinein. Okay. Ja, und jetzt? Ah, okay. Das war ja aber auch schlau, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Bin ich ehrlich? Okay, hier ganz langsam. Mal kurz. Du bist dran, Ausfälle zu melden. Schlinsen. Es ist der Jedi. Hallo, ich bin's. Kennt ihr mich noch? Nee, kennt ihr mich überhaupt nicht, ne? Na, wahrscheinlich wisst ihr trotzdem, wer ich bin. Ja, ich bin ja auch ein Jedi. Glaub mal nicht, du, kleiner. Bitte tu mir nichts! Nee, ich. Zack! So, wo sollen wir lang? Können wir einfach hier durch, oder was? Okay. In den Kopf hinein. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität. Sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufstände... Hä? Also, dass das funktioniert hat? Okay.
Schub? Meldung, was ist da los? Sie verletzen das imperiale Protokoll. Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich dann. Besser. Geh, Messer. Okay, Attacke. Ups. Also das sind die Blaster? Okay. Das sind die bisschen härteren Schüsse. Ja, schön, das war doch erfolgreich. Okay, da sollen wir wohl nicht nach rechts gehen, sondern nach hier. Was? Ach, das sind die Guten anscheinend, okay. Oh. Hey, wer bist du? Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Ja, Deal. Machen wir sie noch wütender. Wir machen ja alles kaputt. So wie es sich gehört. Oh, guck mal, da ist auch einer. Die Brücke sollte vielleicht auch weg. Die Brücke ist hin. Wir machen ja alles schön kaputt. Na, sind wir gleich da. Da ist der Landeplatz. Ach, da ist noch so eine Station. Alles wird zerstört. Wir müssen weg. Na, ach guck mal, ihn können wir auch noch abknallen, ne? Gleich haben wir es. Wir schaffen das. Und ihn da auch. Komm. Oh! Halt! Du bleibst schön hier. Er will zu uns. Kannst du was machen? Oh shit. Oh Scheiße. Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Also, wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Saw. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam?
Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerillakämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tafel finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Ja, dann lass uns die Wookies retten, würde ich sagen, ne? Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Why not? Nö, hier. Was haltet ihr von Saws Plan? Er steht auf verlorenem Posten. Die Freiheit der Wookies ist bestimmt nicht sein einziges Ziel. Nö, natürlich nicht, aber... Vielleicht ist er das auch. Aber hier geht es um mehr, als wir wissen. Und vergiss nicht, dass das Imperium unfair kämpft. Pass in der Raffinerie gut auf dich auf, Junge. Das mache ich. Danke. Danke. Ich werde daran denken. Danke, danke. Nö, jetzt reden wir nicht weiter. Jetzt suchen wir hier erstmal nach Kisten. Das muss ja sein. Guck mal, hier haben wir schon eine. Oh. Ah. Womit? Aha, das sieht doch schon besser aus. Rein mit dir. Okay. Irgendwas Brauchbares? Poncho, könnt ihr noch mal schauen? Ach, ich möchte einfach eigentlich keinen Poncho anziehen. Aber wisst ihr was? Komm, wir sind im Regenwald. Wir ziehen Regenwald-Poncho an. Sonst werden die alle umsonst freigeschaltet. Das ist ja auch doof. Okay, wir können jetzt mal gucken, wie viele Kisten gibt es hier in dem Areal. Ja, zwei. Okay, ja, dann wissen wir schon mal, okay. Die eine haben wir und die andere können wir noch nicht, weil wir keinen Scomp-Anschluss und so weiter können, ne? Na ihr? Was geht? Hier ist es noch schlimmer als auf Zepho. Schon da gefunden. Nach den kleinen Munitionsdroiden da, was das für einer ist. Ein Gonk-Droide. Na ihr? Keiner will schnacken, dann gehen wir mal weiter. Wenn das schief geht, sind wir geliefert. Marie hat die nächsten Garnisonen eingetragen. Der Feind wird keine Zeit haben, Verstärkung zu schicken. Wir kriegen das. Du findest ja ganz viele Sachen, kleiner Mann. Waffenlager. Es sieht nicht so aus, als könnten wir hier lang. Da bin ich ganz ehrlich. Da ist irgendwas. Oh, da ist irgendwas lilanes Leuchtendes. Das ist doch gut. Aber wir können es nicht bekommen. Das ist sehr schade. Oh, was ist denn hier jetzt los? Okay. So müsste am anderen Ende des Grabens sein. Ja, okay. Wir müssen erstmal alles gucken. Ihr wisst ja, wie es ist. Wir fallen gerade hinunter. In die Unendlichkeit. Dann hüpfen wir mal lieber dieses Mal. Hier können wir rein. Das werden wir auch tun. Aha. Die Werkbank da drüben. Vielleicht liegt da was. Das kann sein. Und das ist jetzt auch, was wir von da vorne gesehen haben. Wahrscheinlich, ne? Aber so können wir keinen Doppelsprung. Wir sind Jedi. Lass uns mal schauen, WD-40. Ob das jetzt hier das rote Dingens ist. Korrekt. Okay. Können wir das da einfach so ran? Anscheinend nicht. Wahrscheinlich, weil das gerade ist und nicht. Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurz schließen. Aber kein Scope-Anschluss anscheinend. Was hast du überladen? Jo, ich hätte lieber das Scope-Anschluss, bin ich ehrlich. Ach, hier kann er jetzt... Okay. Versuchen wir es.
Dann können wir jetzt hier rüber gleiten, okay. Ja, na gut. Na gut, ne? Warum auch nicht? Ach, jetzt sehe ich, warum wir es brauchten. Aber wir brauchten auch schon so oft den Skomp-Anschluss. Ach, das wäre zum Klettern. Ich bin auch ein Vollidiot. Wir können da dann rumklettern, aber es ist zum Hüpfen. Blicken Zahn zu, BD1. Oh, was sind das denn für kleine Hummelis da? Bitte einmal. Oh, die machen noch eine kleine Explosion danach. Oh, wieso spackt es denn jetzt? Scannen. Ein Flammenkäfer. Wir haben auch schon gesehen, warum er so heißt. Zack. Das war aber auch knapp gegriffen, sag ich mal, ne? Mensch, wieso spackt es denn jetzt hier so? Ach, da oben. Okay. Zack. Einmal hier hochklettern. Guten Tag. Ich bin Kel. Hey, vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Sie stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, Kumpel. Und damit braucht er auch unsere Hilfe. Oh, was ist da denn noch? Da sehen meine Augen doch noch hier so was hier, so was hier, ne? Ein Toter. Das war Thor. Er ist gnadenloser, als ich dachte. Ja, ist doch gut. Muss man ja auch. Mit den Bösen darf man nicht zimperlich sein. Okay, dann gucken wir gleich, wie wir weiterkommen. Ich guck mal nach, warum es hier gerade so abspackt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.